Das Orgelporträt. Die Dahlstein- und Herpfer-Orgel in Roßleben. Roßleben ist ein Ortsteil der Stadt- und Landgemeinde Roßleben-Wiehe im thüringischen Kyffhäuserkreis. Der Ort liegt im Tal der Unstrut zwischen dem Bergrücken des Ziegelrodaer Forsts und der Hohen Schrecke. Der 4 Kilometer südöstlich liegende Nachbarort Memleben, bekannt durch die ottonische Kaiserpfalz, gehört schon zum sachsen-anhaltinischen Burgenlandkreis. Die erste urkundliche Erwähnung von Roßleben finden wir im Hersfelder Zehntverzeichnis aus der Zeit um 890. 1140 stifteten Graf Ludwig von Wippra und seine Gemahlin ein Augustinerkloster, das 1250 in ein Zisterzienserinnenkloster umgewandelt wird. 1549 beauftragte der auf der nahen Burg Wendelstein residierende Heinrich von Witzleben seinen Inspektor, im Roßlebener Kloster eine Knabenschule einzurichten. Mit dem Unterricht wurde 1554 begonnen. Bis 1815 gehörte Roßleben zum sächsischen Amt Wendelstein und danach bis 1945 zur preußischen Provinz Sachsen. 1999 wurde Roßleben mit seinen rund 4800 Einwohnerinnen und Einwohnern offiziell die Stadtrechte verliehen. 2019 schlossen sich Roßleben und die benachbarte Stadt Wiehe nebst zwei weiteren Gemeinden zur neuen Stadt- und Landgemeinde Roßleben-Wiehe zusammen. Die Mitte des 16. Jahrhunderts ins Leben gerufene Klosterschule ist heute ein staatlich anerkanntes Gymnasium in freier Trägerschaft mit integriertem Internat und Tagesinternat. Ununterbrochen seit der Schulstiftung 1554 bis heute steht ein Mitglied der Familie von Witzleben der Stiftung als Erbadministrator vor. 1727 begann der Bau des heutigen Schulgebäudes,
welches 1742 eingeweiht wurde. Der danach begonnene Bau der Kirche kam jedoch im Siebenjährigen Krieg zum Erliegen und wurde erst 1911 wieder aufgenommen. 1913 konnte der Nordflügel der Anlage mit der Kirche eingeweiht werden und mit diesem zusammen die in Mitteldeutschland einmalige Orgel aus der lothringischen Werkstatt Dahlstein und Herpfer. Die zu Beginn gehörten Petitessen stammten aus der Feder des elsässischen Komponisten Leon Buellmann, den viele wohl nur durch seine Suite Gothique kennen. Es folgen drei von 17 kleinen Charakterstücken, die einer der interessantesten, aber auch exzentrischsten Komponisten jener Zeit, der 1877 geborene Siegfried Karg Ehlert, 1921 veröffentlicht hat. . 1863 gründete der 1835 geborene Johann Karl Herpfer, der bei Steinmeier in Oettingen gelernt und später bei Walker in Ludwigsburg und Friedrich Haas in Luzern gearbeitet hatte, zusammen mit dem zuvor bei Cavalier Coll in Paris tätigen, 1834 geborenen Nicolas Etienne Dahlstein eine Orgelbauwerkstatt in Bolchen, heute Boulay-Moselle in Lothringen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden hier in Zusammenarbeit mit Albert Schweitzer bedeutende Orgeln der sogenannten elsässischen Orgelreform. Dabei ging es im Wesentlichen um die Abkehr von der sogenannten Fabrikorgel hin zu klanglich an der elsässischen Silbermann-Tradition und an Cavalier-Coll orientierten Orgeln, ohne dabei die technischen Neuerungen wie etwa die pneumatische Traktur und moderne Spielhilfen abzulehnen.
1909 übernahmen der 1879 geborene Fritz Herpfer sowie der 1868 zur Welt gekommene Paul Dahlstein die Firmenleitung. 1919 wurde Fritz oder Frederik Herpfer Alleininhaber der Firma, die fortan Manufacture Lorraine de Grand Orgue hieß. 1946 schlossen sich dessen Sohn Walter Herpfer mit Pierre Ermann unter dem Namen Herpfer und Ermann zusammen. 1979 übernahm Theo Herpfer die Firma, die nach dessen Tod 1998 aufgelöst wurde. Vor allem zwischen Fritz Herpfer und Albert Schweitzer entwickelte sich über Jahrzehnte eine enge Zusammenarbeit und Freundschaft. 1909 erschien das wesentlich von Albert Schweitzer verfasste internationale Regulativ für den Orgelbau, in dem viele für uns heutige Organisten selbstverständliche Details zum ersten Mal festgeschrieben wurden. Und Dahlstein und Herpfer waren die ersten, die diese Empfehlungen konsequent umsetzten. Auch die 1913 in der Schulkirche in Roßleben vollendete Orgel trägt alle Züge der elsässischen Orgelreform und ist, was sie zu einem ganz besonderen und höchst seltenen Schatz macht, so gut wie unverändert erhalten. Hören wir als nächstes ein Stück des 1873 in Brausitz bei Riesa geborenen Franziskus Nagler. Der ehemalige Thomaner übernahm 1898 seine erste Kantorenstelle und wirkte dann über 50 Jahre in Leisnig an der Freiberger Mulde als Kantor und Heimatdichter. Orgelbaufirma Dahlstein und Herpfer ist untrennbar mit dem Namen Albert Schweitzers verbunden. 1931 ließ sich Schweitzer in seinem Heimatort Günzbach eine Orgel nach seinen Plänen erbauen, die in der Klanggestalt größte Ähnlichkeit mit dem Instrument in Roßleben aufweist und auf der Meister später zahlreiche seiner legendären Schallplatten mit Bachs Orgelwerken aufgenommen hat. Es ist nicht vermessen, die Orgel in Roßleben als Schwesterinstrument des Günzbacher Instruments zu bezeichnen, das überdies 1960 durch einen Neubau ersetzt wurde. Das Hauptwerk in Roßleben besitzt Bordun 16 Fuß,
Prinzipal, Flöte, Gedakt, Cello und Salicional 8 Fuß, Oktav- und Rohrflöte 4 Fuß, Oktav 2 Fuß, sodann ein Mixturkornett und eine Trompete 8 Fuß. Das Schwellwerk verfügt über Quintertönen 16 Fuß, Hornprinzipal, Gamba, lieblich gedackt, Eoline und Vox Celestis 8 Fuß, Traversflöte 4 Fuß, Flageolett 2 Fuß, eine Mixtur und spätestens bei den letzten beiden Registern merkt man deutlich den Einfluss der elsässischen Orgelreform sowie eine Klarinett 8 Fuß. Im Pedal schließlich finden wir die Stimmen Prinzipalbass, Subbass und Violonbass 16 Fuß, Flötenbass und Violoncello 8 Fuß sowie eine Flöte 4 Fuß. Das Instrument besitzt pneumatische Taschenladen, zahlreiche Koppeln, Schweller und Walze sowie einen interessanten neobarocken Prospekt. 1995 wurde die Orgel durch die Firma Rösel und Hercher aus Saalfeld instand gesetzt, nachdem sie aufgrund eines Wasserschadens viele Jahre unspielbar war. Albert Schweitzers Bach-Interpretationen sind, auch wenn sie im Konkreten heute allgemein als überholt gelten, aus meiner Sicht unübertroffen hinsichtlich ihrer glaubwürdigen Innerlichkeit und ihrer tiefen Beseeltheit und Abgeklärtheit. In seiner ganz eigenen Art, Bach zu spielen, war er jenseits aller Moden immer absolut ehrlich und authentisch. Darum habe ich es gewagt, ein Choralvorspiel Bachs in Spielweise und Registrierung in Roßleben etwa so wiederzugeben, wie wir es von Schweitzers Aufnahmen der Dahlstein- und Herpfer-Orgel in Günzbach her kennen. In einer zeitgenössischen Rezension über ein Orgelkonzert von Albert Schweitzer hieß es einmal: Er reißt die Menschen nicht fort, weiß Gott, wohin man überall in gewissen Solistenkonzerten gerissen werden soll. Mancher kommt da mit riesengroßen Erwartungen hineingelaufen und nun will er sie beten lehren, statt ihnen ihre Sensation zu geben.